herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung unserer Computergrafik 2-Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Deferred Shading. Die Art und Weise, wie wir die Beleuchtung bisher gemacht haben, wurde Forward Rendering oder Forward Shading genannt. Ein einfacher Ansatz, bei dem wir ein Objekt rendern, es entsprechend aller Lichtquellen in einer Szene beleuchten und dann das nächste Objekt rendern und so weiter für jedes Objekt in der Szene. Obwohl es recht einfach zu verstehen und zu implementieren ist, ist es auch ziemlich leistungsintensiv, da jedes gerenderte Objekt über jede Lichtquelle für jedes gerenderte Fragment iterieren muss, was eine Menge ist. Forward Rendering neigt auch dazu, eine Menge Fragment-Shader-Durchläufe in Szenen mit hoher Tiefenkomplexität, wenn mehrere Objekte denselben Bildschirmpixel bedecken, zu verschwenden, da die meisten Fragment-Shader-Ausgaben überschrieben werden. Deferred Shading oder Deferred Rendering versucht dieses Problem zu überwinden, was die Art und Weise, wie wir Objekte rendern, drastisch verändert. Dies gibt uns mehrere neue Optionen, um Szenen mit einer großen Anzahl von Lichtern deutlich zu optimieren, was es uns ermöglicht, Hunderte oder sogar Tausende von Lichtern mit einer akzeptablen Framerate zu rendern. Hier seht ihr ein Bild einer Szene mit 1847 Punktlichtern, die mit Deferred Shading gerendert wurde. Etwas, das mit Forward Rendering nicht möglich wäre. Deferred Shading basiert auf der Idee, dass wir den größten, umfangreichsten Teil des Renderings, zum Beispiel der Beleuchtung, auf eine spätere Phase verschieben oder aufschieben. Deferred Shading besteht aus zwei Durchgängen. Im ersten Durchgang, dem sogenannten Geometriedurchgang, wird die Szene einmal gerendert und es werden alle möglichen geometrischen Informationen von den Objekten abgerufen, die in einer Sammlung von Texturen, dem sogenannten G-Buffer, gespeichert werden. Denkt an Positionsvektoren, Farbvektoren, normalen Vektoren und oder Spiegelungswerte. Die im G-Buffer gespeicherten geometrischen Informationen einer Szene werden dann später für komplexere Beleuchtungsberechnungen verwendet. Nachfolgend ist der Inhalt eines G-Buffers eines Einzelbildes dargestellt. Wir verwenden die Texturen aus dem G-Buffer an einem zweiten Durchgang, dem Beleuchtungsdurchgang, bei dem wir ein bildschirmfüllendes Quad rendern und die Beleuchtung der Szene für jedes Fragment anhand der im G-Buffer gespeicherten geometrischen Informationen berechnen. Pixel für Pixel iterieren wir über den G-Buffer. Anstatt jedes Objekt den ganzen Weg vom Vertex-Shader zum Fragment-Shader zu nehmen, entkoppeln wir seine fortgeschrittenen Fragmentprozesse auf eine spätere Stufe. Die Beleuchtungsberechnungen bleiben genau so, wie wir es gewohnt sind, aber dieses Mal nehmen wir alle benötigten Eingabevariablen aus den entsprechenden G-Buffer-Texturen anstatt aus dem Vertex-Shader plus einige Uniform-Variablen. Das Bild unten veranschaulicht sehr schön den gesamten Prozess des Deferred Shading. Ein großer Vorteil dieses Ansatzes ist, dass das Fragment, welches auch immer im G-Buffer landet, die tatsächliche Fragmentinformation ist, die als Bildschirmpixel endet, da der Tiefentest diese Fragmentinformation bereits als oberstes Fragment abgeschlossen hat. Dadurch wird sichergestellt, dass wir für jedes Pixel, das wir im Beleuchtungsdurchgang verarbeiten, dies nur einmal tun. Dies erspart uns eine Menge ungenutzter Renderaufrufe. Darüber hinaus eröffnet das Deferred Rendering die Möglichkeit für weitere Optimierungen, die es uns erlauben, eine viel größere Anzahl von Lichtquellen zu rendern, als wir mit Forward Rendering verwenden könnten. Es bringt auch einige Nachteile mit sich, da der G-Buffer eine relativ große Menge an Szenendaten in seinen Texturfarbbuffern speichern muss, was Speicher frisst. Insbesondere, dass Szenendaten wie Positionsvektoren eine hohe Präzision erfordern. Ein weiterer Nachteil ist, dass er kein Blending unterstützt, da wir nur Informationen über das oberste Fragment haben und MSAA nicht mehr funktioniert. Für diese Nachteile gibt es mehrere Workarounds, zu denen wir am Ende kommen werden. Das Füllen des G-Buffers im Geometry Pass ist recht effizient, da wir Objektinformationen wie Position, Farbe oder Normalen direkt in einen Farbbuffer speichern, mit einem geringen oder gar keinen Verarbeitungsaufwand. Indem wir außerdem mehrere Render-Targets, also MAT,
verwenden, können wir dies sogar in einem einzigen Renderdurchgang erledigen. Und diesen G-Buffer werden wir jetzt besprechen. Der G-Buffer ist der Sammelbegriff für alle Texturen, in denen beleuchtungsrelevante Daten für den finalen Beleuchtungsdurchgang gespeichert werden. Lass uns an dieser Stelle noch einmal kurz alle Daten durchgehen, die wir für die Beleuchtung eines Fragments mit Forward Rendering benötigen. Ein 3D-Positionsvektor zur Berechnung der interpolierten Fragmentpositionsvariablen, die für Lightyear und ViewDir verwendet werden. Ein RGB-Diffusfarbvektor, der auch als Albedo bezeichnet wird. Ein 3D-normalen Vektor zur Bestimmung der Neigung der Oberfläche. Eine Spiegelungsintensitätsfloat, alle Positions- und Farbvektoren der Lichtquelle und der Positionsvektor des Spielers bzw. des Betrachters. Mit diesen pro Fragment zur Verfügung stehenden Variablen sind wir in der Lage, die gewohnte Blinfong-Beleuchtung zu berechnen. Die Positionen und Farben der Lichtquellen und die Positionen des Spielers können über Uniform-Variablen konfiguriert werden. Aber die anderen Variablen sind alle spezifisch für jedes einzelne Fragment eines Objekts. Wenn wir irgendwie diese exakt gleichen Daten an den endgültigen Deferred Lighting Pass übergeben können, können wir die gleichen Beleuchtungseffekte berechnen, auch wenn wir Fragmente eines 2D-Quads rendern. Es gibt in OpenGL keine Einschränkungen, was wir in einer Textur speichern können. Daher ist es sinnvoll, alle Daten pro Fragment in einer oder mehreren bildschirmgefüllten Texturen, dem sogenannten G-Buffer, zu speichern und diese später im Beleuchtungspass zu verwenden. Da die G-Buffer-Texturen die gleiche Größe wie das 2D-Quad des Beleuchtungsdurchgangs haben, erhalten wir genau die gleichen Fragmentdaten, die wir in einer Forward-Rendering-Einstellung hätten, aber dieses Mal im Beleuchtungspass. Es gibt also eine 1:1-Zuordnung. In Pseudocode sieht der gesamte Prozess in etwa so aus. Die Daten, die wir von jedem Fragment speichern müssen, sind ein Positionsvektor, ein normalen Vektor, ein Farbvektor und ein Spiegelintensitätswert. Im Geometry Pass müssen wir alle Objekte der Szene rendern und diese Datenkomponenten im G-Buffer speichern. Wir können wieder mehrere Renderziele verwenden, um in einen einzigen Renderpass in mehrere Farbbuffer zu rendern. Dies haben wir in der Bloom-Vorlesung auch kurz besprochen. Für den Geometry-Durchgang müssen wir ein Frame-Buffer-Objekt initialisieren, das wir intuitiv G-Buffer nennen, und dann, dass mehrere Farbbuffer und ein einzelnes Tiefen-Render-Buffer-Objekt angehängt sind. Für die Positions- und normalen Textur würden wir vorzugsweise eine hochpräzise Textur verwenden, also 16x32-Bit-Float pro Komponente. Und für die Albedo- und Spiegelungswerte reicht eine Standardtextur, also 8-Bit-Präzision pro Komponente aus. Wir initialisieren also den G-Buffer und hängen drei Texturen an. Hier sind die Positionen und Normal-Texturen erzeugt, sowie die Textureigenschaften angegeben worden. Für beide benutzen wir RGBA 16F. Hier ist noch die letzte Textur, die Albedo und den spekularen Anteil beinhalten soll. Da wir mehrere Renderziele verwenden, müssen wir OpenGL mit GL Draw Buffers explizit mitteilen, in welchen der mit G-Buffer verknüpften Farbbuffer wir rendern möchten. Interessant ist hier auch, dass wir Positions- und normalen Daten in einer RGB-Textur speichern, da wir jeweils drei Komponenten haben, aber wir speichern Farb- und Spiegelungsintensitätsdaten kombiniert in einer einzigen RGBA-Textur. Das erspart uns die Deklaration einer zusätzlichen Farbbuffer-Textur. Wenn eure Deferred Shading Pipeline komplexer wird und mehr Daten benötigt, werdet ihr schnell neue Möglichkeiten finden, Daten in einzelne Texturen zu kombinieren. Als nächstes müssen wir in den G-Buffer rendern. Unter der Annahme, dass jedes Objekt eine diffuse, eine normale und eine spiegelnde Intensitätstextur hat, würden wir etwas wie den folgenden Fragment Shader verwenden, um mit dem G-Buffer zu rendern. Da wir mehrere Renderziele verwenden, teilt der Layout-Spezifizierer OpenGL mit, in welchen Farbbuffer des gerade aktiven Framebuffers wir rendern.
beachte, dass wir die Spiegelungsintensität nicht in einer einzelnen Farbauffahrtextur speichern, da wir ihren einzelnen Floatwert in der Alpha-Komponente einer der anderen Farbauffahrtexturen speichern können. Beachte, dass es bei den Beleuchtungsberechnungen extrem wichtig ist, alle Variablen im gleichen Koordinatenraum zu halten. In diesem Fall speichern und berechnen wir alle Variablen im World Space. Wenn wir nun eine große Sammlung von Objekten in den G-Buffer, Frame-Buffer rendern und den Inhalt visualisieren würden, indem wir die Farbbuffer einzeln auf ein bildschirmfüllendes Quad projizieren, würden wir das in etwa sehen. Versucht zu visualisieren, dass die Weltposition und die normalen Vektoren tatsächlich korrekt sind. Zum Beispiel würden die normalen Vektoren, die nach rechts zeigen, eher auf eine rote Farbe ausgerichtet sein, ähnlich bei den Positionsvektoren, die vom Ursprung der Szene nach rechts zeigen. Sobald wir mit dem Inhalt des G-Buffers zufrieden sind, ist es an der Zeit, zum nächsten Schritt überzugehen, dem Deferred Lighting Pass, dem Beleuchtungsschritt. In einer großen Sammlung von Fragmentdaten im G-Buffer haben wir die Möglichkeit, die endgültigen beleuchteten Farben der Szene vollständig zu berechnen, indem wir über jede der G-Buffer-Texturen Pixel für Pixel iterieren und deren Inhalt als Eingabe für die Beleuchtungsalgorithmen verwenden. Da die G-Buffer-Texturwerte alle die endgültigen transformierten Fragmentwerte darstellen, müssen wir die teuren Beleuchtungsoperationen nur einmal pro Pixel durchführen. Dies macht das Deferred Shading sehr effizient, besonders in komplexen Szenen, in denen wir beim Forward Rendering leicht mehrere teure Fragment Shader Aufrufe pro Pixel durchführen würden. Für den Beleuchtungspass werden wir ein 2D-Bildschirm gefülltes Quad rendern und einen teuren Beleuchtungsfragment Shader auf jedem Pixel ausführen. Wir binden vor dem Rendering alle relevanten Texturen des G-Buffers und schicken auch die beleuchtungsrelevanten Uniform-Variablen an den Shader. Der Fragment Shader des Beleuchtungspasses ähnelt weitgehend den Beleuchtungsvorlesungs-Shadern, die wir bisher verwendet haben. Neu ist die Methode, mit der wir die Eingangsvariablen der Beleuchtung erhalten, die wir nun direkt aus dem G-Buffer samplen. Der Beleuchtungspass-Shader akzeptiert drei uniforme Texturen, die den G-Buffer darstellen und alle Daten enthalten, die wir im Geometry-Pass gespeichert haben. Wenn wir diese mit den Texturkoordinaten des aktuellen Fragments samplen würden, bekämen wir genau die gleichen Fragmentwerte, als wenn wir die Geometrie direkt rendern würden. Zu Beginn des Fragment Shaders holen wir uns die beleuchtungsrelevanten Variablen aus den G-Buffer Texturen durch ein einfaches Texture-Lookup. Beachtet, dass wir sowohl die Albedo-Farbe als auch die Specular-Intensität aus der einzelnen Albedo-Spec-Textur abrufen. Da wir nun die für die Berechnung der Blindfong-Beleuchtung erforderlichen Variablen pro Fragment und die relevanten Uniform-Variablen haben, müssen wir keine Änderungen am Beleuchtungscode vornehmen. Das Einzige, was wir im Deferred Shading ändern, ist die Methode zur Beschaffung der Beleuchtungseingangsvariablen. Die Ausführung einer einfachen Demo mit insgesamt 32 kleinen Lichtern sieht dann in etwa so aus. Einer der Nachteile von Deferred Shading ist, dass es nicht möglich ist, Blending zu aktivieren, da alle Werte im G-Buffer aus einzelnen Fragmenten stammen und Blending mit der Kombination mehrerer Fragmente arbeitet. Ein weiterer Nachteil ist, dass Deferred Shading uns dazu zwingt, den gleichen Beleuchtungsalgorithmus für die meisten Beleuchtungen der Szene zu verwenden. Wir können dies etwas abmildern, indem wir mehr materialspezifische Daten in den G-Buffer aufnehmen. Um diese Nachteile, vor allem beim Blending, zu überwinden, teilen wir den Renderer oft in zwei Teile auf. Einen Deferred-Rendering-Teil und einen Forward-Rendering-Teil, der speziell für Blending oder spezielle Shader-Effekte gedacht ist, die sich nicht für eine Deferred-Rendering-Pipeline eignen.
zu veranschaulichen, wie das funktioniert, werden wir die Lichtquellen als kleine Würfel mit einem Vorwärtsrenderer rendern, da die Lichtwürfel einen speziellen Shader benötigen, und zwar welche, die einfach eine einzelne Lichtfarbe ausgeben. Nehmen wir an, wir wollen jede der Lichtquellen als 3D-Würfel rendern, der an der Position der Lichtquelle positioniert ist und neben dem Deferred Renderer die Farbe des Lichts ausgibt. Eine erste Idee, die uns in den Sinn kommt, ist einfach alle Lichtquellen am Ende der Deferred Shading Pipeline auf den Deferred Lighting Quad vorwärts zu rendern. Das heißt, wir rendern die Würfel so, wie wir es normalerweise tun würden, aber erst nachdem wir die Deferred Rendering Operation abgeschlossen haben. Im Code sieht das etwa so aus, wir rendern also an den Lichtpositionen den Cube. Diese gerenderten Würfel berücksichtigen jedoch keine gespeicherten Geometrietiefe des Deferred Renderers und werden daher immer über den zuvor gerenderten Objekten gerendert. Das ist natürlich nicht das gewünschte Ergebnis. Wir müssen zunächst die im Geometriepass gespeicherten Tiefeninformationen in den Tiefenbuffer des Standard-Framebuffers kopieren und erst dann die Lichtwürfel rendern. Auf diese Weise werden die Fragmente der Lichtwürfel nur gerendert, wenn sie über der zuvor gerenderten Geometrie liegen. Wir können den Inhalt eines Framebuffers in den Inhalt eines anderen Framebuffers kopieren, mit Hilfe von glblit-framebuffer, einer Funktion, die wir auch in der Anti-Aliasing-Vorlesung verwendet haben. Die Funktion glblit-framebuffer ermöglicht es uns, einen benutzerdefinierten Bereich eines Framebuffers in einen benutzerdefinierten Bereich eines anderen Framebuffers zu kopieren. Wir haben die Tiefe aller im Deferred Shading Pass gerenderten Objekte im GBuffer FBO gespeichert. Wenn wir den Inhalt seines Tiefenbuffers einfach in den Tiefenbuffer des Standard Framebuffers kopieren würden, würden die Lichtwürfel dann so gerendert, als ob die gesamte Geometrie der Szene mit Forward Rendering gerendert würde. Wie in der Anti-Aliasing-Vorlesung kurz erläutert, müssen wir einen Framebuffer als Lese-Framebuffer und analog dazu einen Framebuffer als Schreib-Framebuffer angeben. Hier kopieren wir den gesamten Tiefenbuffer-Inhalt des gelesenen Framebuffers in den Tiefenbuffer des Standard-Framebuffers und dies kann in ähnlicher Weise für Farb- und Stencil-Buffer gemacht werden. Wenn wir nun die Lichtwürfel rendern, verhalten sich die Würfel tatsächlich so, als ob die Geometrie der Szene real wäre und nicht einfach auf ein 2D-Quad geklebt. Mit diesem Ansatz können wir einfach die Deferred Shading mit Forward Shading kombinieren. Das ist großartig, da wir jetzt immer noch Blending anwenden und Objekte rendern können, die spezielle Shader-Effekte benötigen, was in einem Deferred Rendering-Kontext nicht möglich ist. Wir wollen das Deferred Shading noch ein bisschen ausreizen und noch mehr Lichter rendern. Wofür das Deferred Rendering oft gelobt wird, ist seine Fähigkeit, eine enorme Anzahl von Lichtquellen zu rendern, ohne dass dies große Leistungseinbußen mit sich bringt. Deferred Rendering an sich erlaubt keine sehr große Anzahl von Lichtquellen, da wir immer noch die Beleuchtungskomponente jedes Fragments für jede Lichtquelle der Szene berechnen müssen. Was eine große Anzahl von Lichtquellen möglich macht, ist eine Optimierung, die wir auf die Pipeline des Deferred Renderings anwenden können, nämlich die der Lichtvolumen. Normalerweise würden wir beim Rendern eines Fragments in einer großen beleuchteten Szene den Beitrag jeder Lichtquelle in der Szene berechnen, unabhängig von ihrer Entfernung zum Fragment. Ein großer Teil dieser Lichtquellen wird das Fragment nie erreichen, warum also die ganzen Lichtberechnungen verschwenden? Die Idee hinter Lichtvolumen ist, den Radius oder das Volumen einer Lichtquelle zu berechnen, das heißt den Bereich, in dem ihr Lichtfragmente erreichen kann. Da die meisten Lichtquellen eine Form der Abschwächung verwenden, können wir damit die maximale Entfernung oder den Radius berechnen, den ihr Licht erreichen kann. Wir führen dann die teuren Beleuchtungsberechnungen nur durch,
wenn sich ein Fragment innerhalb eines oder mehrerer dieser Lichtvolumen befindet. Dies kann uns eine tatsächliche Menge an Berechnung ersparen, da wir die Beleuchtung nur dort machen, wo sie notwendig sind. Der Trick bei diesem Ansatz besteht vor allem darin, die Größe oder den Radius des Lichtvolumens einer Lichtquelle herauszufinden. Um den Radius eines Lichtvolumens zu erhalten, müssen wir die Abschwächungsgleichung für eine bestimmte Lichtquelle lösen. Also für eine bestimmte Helligkeit lösen. Zum Beispiel, was wir als dunkel ansehen, kann 0 sein oder etwas heller, aber immer noch dunkel kann zum Beispiel 0,03 sein. Um zu demonstrieren, wie wir den Volumenradius eines Lichts berechnen können, verwenden wir eine der schwierigeren, aber umfangreicheren Abschwächungsfunktionen, die wir in der Lighting 2 Vorlesung dargestellt haben. Beachtet hier, dass wir sonst im Zähler eine 1 zu stehen hatten, das können wir nun seit der HDR-Vorlesung in Imax abändern, also in die hellste Farbkomponente der Lichtquelle. Wir wollen diese Gleichung für den Fall lösen, dass die Abschwächung 0 ist, also wenn das Licht in dieser Entfernung völlig dunkel ist. Allerdings wird diese Gleichung nie genau den Wert 0 erreichen, sodass es keine Lösung geben wird. Was wir jedoch tun können, ist die Gleichung nicht für 0 zu lösen, sondern für einen Helligkeitswert, der nah an 0 liegt, aber immer noch als dunkel wahrgenommen wird. Der Helligkeitswert, den wir als akzeptabel finden, ist 5 durch 256. Wir teilen durch 256, da der standardmäßige 8-Bit-Frame-Buffer so viele Intensitäten pro Komponente darstellen kann. Die verwendete Abschwächungsfunktion ist in ihrem sichtbaren Bereich überwiegend dunkel. Wenn wir sie also auf einen noch dunkleren Helligkeitswert als 5 durch 256 begrenzen würden, würde das Lichtvolumen zu groß und damit weniger effektiv werden. Solange ein Benutzer kein plötzliches Abschalten einer Lichtquelle an den Grenzen sehen kann, ist alles in Ordnung. Natürlich hängt dies immer von der Art der Szene ab. Eine höhere Helligkeitsschwelle führt zu kleineren Lichtvolumina und damit zu einem besseren Wirkungsgrad, kann aber zu auffälligen Artefakten führen, bei denen die Beleuchtung an den Grenzen eines Volumens zu brechen scheint. Wir setzen also 5 durch 256 in die Gleichung ein, bilden auf beiden Seiten das Reziproke und subtrahieren dann 256 durch 5 mal Imax. Die letzte Gleichung ist eine quadratische Gleichung, die wir mit dem Lösungsverfahren für quadratische Gleichungen lösen können. Und daraus ergibt sich dann diese Gleichung. Wir werden die Gleichung verwenden, die aller Wahrscheinlichkeit nach positiv werden, da K1 und KQ positive Werte annehmen. Damit erhalten wir eine allgemeine Gleichung, mit der wir den Radius des Lichtvolumens für die Lichtquelle bei gegebenen konstanten, linearen und quadratischen Parametern berechnen können. Dies liefert einen Radius zwischen etwa 1 und 5, basierend auf der maximalen Intensität des Lichts. Wir berechnen diesen Radius für die Lichtquelle der Szene und verwenden ihn, um die Beleuchtung für diese Lichtquelle nur zu berechnen, wenn sich ein Fragment innerhalb dieses Volumens der Lichtquelle befindet. Unten seht ihr den aktualisierten Beleuchtungspass-Fragment-Shader, der die berechneten Lichtvolumina berücksichtigt. Beachte, dass dieser Satz nur zu Lernzwecken dient und in der Praxis nicht umsetzbar ist, wie wir gleich noch besprechen werden. Das Ergebnis ist genau dasselbe wie vorher, nur dass diesmal jede Lichtquelle nur die Beleuchtung für die Fragmente berechnet, die sich in deren Volumina befindet. Der oben gezeigte Fragment Shader funktioniert in der Praxis nicht wirklich und veranschaulicht nur, wie wir quasi das Volumen eines Lichts nutzen können, um die Beleuchtungsberechnung zu reduzieren. Die Realität ist, dass GPU und GLSL wirklich schlechteren sind, Schleife und Verzweigung zu optimieren. Der Grund dafür ist, dass die Shader-Ausführung auf der GPU hochgradig parallel ist
Und die meisten Architekturen, die Anforderungen haben, dass bei einer großen Sammlung von Threads genau der gleiche Shader-Code ausgeführt werden muss, damit er effizient ist. Das bedeutet oft, dass ein Shader immer alle Zweige einer if-Anweisung ausführt, um sicherzustellen, dass die Shaderläufe gleich sind, was unsere vorherige Optimierung der Radiusprüfung völlig nutzlos macht. Wir würden immer noch die Beleuchtung für alle Lichtquellen berechnen. Der geeignete Ansatz für die Verwendung von Lichtvolumina besteht darin, tatsächliche Kugeln zu rendern, die um den Radius des Lichtvolumens skaliert sind. Das Zentrum dieser Kugeln wird an der Position der Lichtquelle positioniert und da es um den Lichtvolumenradius skaliert wird, umfasst die Kugel genau das sichtbare Volumen des Lichts. Hier kommt der Trick ins Spiel: Wir verwenden für das Rendering der Kugel weitgehend den gleichen Deferred Fragment Shader. Da die gerenderte Kugel Fragment Shader Aufrufe erzeugt, die genau die Pixel ansprechen, auf die die Lichtquelle einwirkt, rendern wir nur die relevanten Pixel und überspringen alle anderen Pixel. Dies wird für jede Lichtquelle in der Szene durchgeführt und die resultierenden Fragmente werden additiv geblendet. Das Ergebnis ist dann genau die gleiche Szene wie vorher, aber diesmal werden nur die relevanten Fragmente pro Licht gerendert. Dies reduziert effektiv die Berechnung von Number Objects mal Number Lights auf Number Objects plus Number Lights, was es in Szenen in einer großen Anzahl von Lichtern unglaublich effizient macht. Dieser Ansatz ist es, der das Deferred Rendering so geeignet für das Rendern einer großen Anzahl von Lichtern macht. Es gibt immer noch ein Problem mit diesem Ansatz. Phase Cutting sollte aktiviert sein, sonst würden wir den Effekt des Lichts zweimal rendern. Und wenn es aktiviert ist, könnte der Benutzer das Volumen einer Lichtquelle betreten, woraufhin das Volumen nicht mehr gerendert wird, aufgrund von Backface Cutting, wodurch der Einfluss der Lichtquelle entfernt wird. Das könnte aber auch mit einem netten Stencil Buffer Trick gelöst werden. Das Rendern von Lichtvolumina fordert einen hohen Tribut an die Leistung und obwohl es im Allgemeinen schneller ist als das normale Deferred Shading, ist es nicht die beste Optimierung. Es gibt zwei weitere populäre und effizientere Erweiterungen für das Deferred Shading, nämlich Deferred Lighting und Tile-Based Deferred Shading. Diese sind unglaublich effizient beim Rendern von großen Lichtmengen und ermöglichen auch ein relativ effizientes MSAA. Kommen wir nochmal zum Vergleich von Deferred Rendering versus Forward Rendering. Für sich genommen, ohne Lichtvolumen ist Deferred Shading bereits eine große Optimierung, da für jedes Pixel nur ein einziger Fragment Shader ausgeführt wird, im Vergleich zum Forward Rendering, bei dem wir den Fragment Shader oft mehrmals pro Pixel ausführen. Deferred Rendering hat aber auch ein paar Nachteile. Ein großer Speicheroverhead, kein MSAA und das Blending muss immer noch mit Forward Rendering durchgeführt werden. Wenn wir eine kleine Szene und nicht zu viele Lichter haben, ist Deferred Rendering nicht unbedingt schneller und manchmal sogar langsamer, da der Overhead dann die Vorteile von Deferred Rendering überwiegt. In komplexeren Szenen wird Deferred Rendering schnell zu einer bedeutenden Optimierung, besonders mit den fortgeschrittenen Optimierungserweiterungen. Abschließend möchte ich noch kurz erwähnen, dass grundsätzlich alle Effekte, die mit Forward Rendering erreicht werden können, auch in einem Deferred Rendering Kontext implementiert werden können. Dies erfordert nur einen kleinen Übersetzungsschritt. Wenn wir zum Beispiel Normal Mapping in einem Deferred Rendering verwenden wollen, ändern wir die Shader des Geometry Passes so, dass sie statt der Oberflächennormale eine World Space Normale ausgeben, die aus der Normal Map unter Verwendung einer TBN Matrix extrahiert wurde. Die Beleuchtungsberechnungen im Beleuchtungspass brauchen sich überhaupt nicht zu ändern. Und wenn wir wollen, dass Parallax Mapping funktioniert, müssen wir zuerst die Texturkoordinaten im Geometry Pass verschieben, bevor wir die diffusen, spiegelnden oder normalen Texturen eines Objekts abtasten. Das war's für heute. Wie immer, falls ihr Fragen zur Vorlesung habt, schreibt sie bitte in das Forum. Wir werden sie dann so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.